Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video könnte es sein, dass so ein bisschen Shitstorm entsteht, dass vielleicht viel diskutiert wird unter dem Video. Ich würde mich immer freuen, wenn du deine Meinung unter das Video schreibst zu folgendem Thema, in dem es in diesem Video geht, und zwar gefährliche Inhaltsstoffe in kosmetischen Produkten, Make-up, Kosmetik, Cremes und so weiter. Und warum ich dieses Video mache, ist aufgrund eines Posts, den ich gemacht habe, mit einem Produkt, welches ich vom Ergebnis her wirklich sehr gut finde, und jedoch aber jemand dann geschrieben hat, das Produkt würde ich meinen Kunden niemals empfehlen, weil bla bla bla. Also es ging darum, weil schädliche Inhaltsstoffe drin sind. Ich dachte mir nur so, okay, naja. Dann habe ich ein bisschen rumdiskutiert etc. Und jetzt möchte ich mit dir mal in diesem Video genau darüber reden, ob denn wirklich Inhaltsstoffe teilweise schädlich sind oder nicht. Du kennst es bestimmt. Es gibt Apps im Internet, Programme, Tools. Da gibst du den Namen einer Marke ein, wird dann aufgezählt, ja, ob das Produkt schädlich ist oder nicht. In Form von roten Balken oder whatever. Und manchmal kommt es vor, dass Produkte direkt als gefährlich, schädlich wegen bestimmten Inhaltsstoffen direkt dargestellt werden. Und es gibt aber ein riesen Problem, was diese Apps nicht sagen. Die Menge. Denn in allem, was wir machen, ist immer die Menge das Gift. Sonne ist für uns Menschen lebensnotwendig durch die Bildung von Vitamin D und so weiter. Eine Überdosis Sonne, obwohl Sonne gesund ist, führt dazu Hautkrebs, Sonnenbrand und so weiter. Trinke ich am Tag 10 Liter Wasser, oder 15 oder 20, schade ich meinem Körper, obwohl doch Wasser gesund ist. Wenn ich über Jahre tagtäglich zum Beispiel vielleicht Zitrusfrüchte esse, kann sein, dass mein Körper darauf eine Allergie entwickelt. Oder bei Nüssen, hört man ja ganz oft, ich kann dies nicht essen, ich habe eine Nussallergie. Ich muss aufpassen, ich bin allergisch gegen Zitrusfrüchte. Ich habe Heuschnupfen, ich bin allergisch gegen Gräser. Und so weiter und so fort. Also Allergien und so weiter entwickeln sich immer aufgrund einer Überdosis. Und das ist genau das, was aber diese Apps quasi nicht kommunizieren. Und ja, es gibt natürlich Inhaltsstoffe in kosmetischen Produkten, die in einer Überdosis schädlich sind, die jedoch in einer sehr geringen Dosis eben nicht schädlich sind, auch bei langfristiger Anwendung, jedoch dem Produkt viele Vorteile bringen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was schon seit Jahren ein Thema ist. Und da möchte ich dir eine kleine Erfahrungsgeschichte erzählen, wo wir damals nämlich in einem Labor waren und dann den Chemiker gefragt haben, du sag mal, wie ist denn das eigentlich? Und zwar geht es um das Thema Silikone, Parabene. Vor vielen, vielen Jahren hat auf einmal die Presse angefangen, die Medien angefangen, Silikone und Parabene extremst schlecht zu reden. Extrem. Krebserregend, schädlich und so weiter. Man sollte nur noch Produkte nehmen, ohne Parabene, ohne Silikone. Und die ganze Kosmetikbranche würde dadurch in einen Umschwung gebracht, dass viele Firmen gesagt haben, hey, okay, wir müssen jetzt alle Produkte neu konzipieren, weil die Menschen tatsächlich glauben, dass Silikone und Parabene ja schädlich sind. Und ja, in einer Überdosis, jetzt kommen wir wieder dazu, kann das schon sein. Jedoch, warum sind oftmals solche Stoffe in Kosmetik drin? Punkt Nummer 1, es dient oftmals als Bindemittel, also quasi um verschiedene Inhaltsstoffe zu binden, zu festigen, zu kombinieren und so weiter. Also ein Bindestoff ist das oftmals. Punkt Nummer 2, langanhaltend, also Silikone, Parabene zum Beispiel, können auch als Konservierungsmittel verwendet werden, um das Produkt länger haltbar zu machen, als wie zum Beispiel ein reines Naturprodukt, welches viel früher kippt.
Des Weiteren kann es sein, dass man dadurch natürlich aber auch die Konsistenz des Produktes dementsprechend angenehmer und weicher machen möchte, so damit man auf der Haut ein zartes und weiches, oberflächliches Gefühl hat. Und wenn man mal diese Chemiker, also die, wo diese Produkte entwickeln, fragt, ob denn jetzt das Produkt schädlich ist, dann wird man oftmals hören, nein, weil die Menge, die davon enthalten ist, eben nicht schädlich ist, auch nicht langfristig. Und nur, wenn man dementsprechende Mengen konsumiert oder aufnimmt über die Haut oder über das Essen oder whatever, dann kann es schädlich werden. Und das ist in allem so. In allem, was wir machen, was wir essen, was wir trinken, was wir zu uns nehmen und so weiter, was wir unserem Körper zuführen, wenn wir es in überdimensionalen Massen machen, wird es unserem Körper schaden. Und das ist nicht nur in der Kosmetik so, das ist mit jedem natürlichen Produkt so. Mit jedem natürlichen Inhaltsstoff, wenn wir davon zu viel konsumieren, wird es auch dem Körper nicht gut tun. Ja, das können Vitamine sein, das können alles, was zu viel ist, schaden wir unserem Körper. Also die Menge macht das Gift. Und darum würde ich quasi, genau, und die Frage war eben damals, wo wir ihm gesagt haben, du pass mal auf, wie ist denn das jetzt? Und der hat sich dann natürlich mega aufgeregt, weil er gesagt hat, hey, das kotzt ihn so an, weil er jetzt dadurch natürlich alles ummodeln muss. Man muss Stoffe finden, die eine ähnliche Wirkung haben, was sehr schwer ist zu finden, die quasi diese synthetischen Stoffe ablösen, obwohl es gar keinen Grund gibt. Jedoch die Presse, die Medien machen da so einen Tumult drumherum, dass die Menschen es glauben und dadurch eben natürlich viel mehr zu Produkte greifen, die diese Stoffe nicht beinhalten. Jedoch ohne eigentlich, dass diese Stoffe die Menge, was darin ist, in den Produkten, irgendwelche Krankheiten hervorgerufen hat. Na, also ich möchte dir mit dem Video sagen, also ich bin kein Chemiker, ich bin kein Ernährungsberater oder whatever. In dem Video möchte ich dir nur sagen, dass egal was ist, natürlich in den Medien wird sehr vieles immer total krass dargestellt. Und jetzt kommt folgender Punkt. Sehr viele Firmen machen dadurch andere Firmen schlecht oder reden andere Firmen schlecht, um ihre Produkte besser darzustellen. Es gibt ganz viele Firmen, deren Vertriebler oder egal was dann aufgrund von dessen sagen, die Firma ist scheiße, weil da ist das drin, die Firma ist scheiße, weil da ist das drin. Unsere Firma arbeitet mit rein natürlichen Inhaltsstoffen. Naja, selbst da bei einer Überdosis ist es nicht gut. Und wie gesagt, nochmal, woraus entstehen denn die meisten Allergien? Hast du irgendjemand schon mal gehört, wo gesagt hat, ich bin allergisch gegen künstlich hergestelltes Hyaluron. Diese scheiß Parabene und Silikon in der Creme. Ich muss ja die ganze Zeit niesen davon. Na, es ist oftmals, wie gesagt, Gräser, also rein pflanzliche Geschichten. Ja, also Allergien werden oftmals durch eine Überempfindlichkeit, auf eine Überreaktion, auf eine Überdosis hervorgerufen durch pflanzliche und natürliche Stoffe. Nennen wir es mal so. Und nochmal, selbst damals war in einem Produkt, es gibt zum Beispiel diese hormonellen Sachen, wo anscheinend bei Frauen hormonelle Veränderungen hervorrufen und so weiter. Und da war auch mal ein Produkt, welches das beinhaltet, wo dann die Person geschrieben hat, pass mal auf, da ist das und das drin, scheiß Produkt. Ja? Und dann haben wir aber auch im Labor nachgefragt damals und haben gesagt, du pass mal auf, jetzt sag mir doch mal, bevor wir den Scheiß verkaufen, also den Scheiß in Anführungszeichen, wenn das nämlich so ist, dann ist ein Scheiß, ja, bevor wir einen Scheiß verkaufen, weil die Person uns angeschrieben hat, was ist denn da tatsächlich drin, stimmt das? Und dann sagen die auch, naja, es ist dieser Stoff schon beinhaltet in diesem Produkt, jedoch in einer so kleinen Dosis, dass es körperlich überhaupt nichts ausmacht. Denn das muss ja alles zigmal geprüft werden. Das muss ja alles in verschiedensten Schritten, Langzeitstudien und so weiter. Es muss ja alles in Deutschland so krass geprüft werden, dass in dieser Dosis
überhaupt keine Probleme entstehen. Jedoch dieser Stoff dann aber für das Produkt eben einen riesen Vorteil hat, weil dadurch eben ja die Bindung, die Konsistenz, manche sind Botenstoffe, damit quasi andere Wirkstoffe besser wirken und so weiter und so fort. Ja, aber die Menge ist völlig unbedenklich. Und das ist eben oftmals so. Darum wirst du auch in diesen ganzen Apps, wo es im Internet gibt, diese ganzen Test-Apps, wo dann anzeigen, wenn du das Produkt eingibst, möp, 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 möp. Ja, Vorsicht, gefährliches Produkt. Ja, da steht aber nicht drin, okay, die und die Menge ist da drin und darum ist schädlich. Nee, nur der Wirkstoff ist da drin und darum ist es so schädlich. Da steht aber nicht drin, wie viel. Denn wenn man dann nachforschen würde, wie viel, wird man feststellen, okay, es ist zwar da drin, jedoch in einer so kleinen Menge, dass es am Schluss überhaupt nicht, selbst bei langfristiger Anwendung, überhaupt keine Wirkung auf den Körper, keine Auswirkung auf den Körper haben kann. Also, wie gesagt, ich bin kein Laborexperte, kein Chemiker, kein hier, kein das. Ich möchte dir nur sagen, wenn du nicht zu 100% weißt und dir nicht zu 100% sicher bist, ob das wirklich so ist und du nicht nachweisen kannst, dass aufgrund von langfristiger Anwendung von genau diesem Produkt, weil dieser Wirkstoff da drin ist, bei dieser Person eine Krankheit entstanden ist oder so weiter und so weiter und so fort, dann würde ich ganz vorsichtig sein mit Äußerungen in der Öffentlichkeit, weil du dadurch natürlich viele Firmen einen großen Schaden zuführen kannst. Und das ist nicht fair, denn hinter jeder Firma stecken Menschen, Mitarbeiter, es stecken Existenzen, Familien und so weiter. Und bevor man sich in der Öffentlichkeit über ein Produkt, über egal etwas auslässt und es als extrem schlecht darstellt, dann sollte es aber auch zu 1000% gerechtfertigt sein, dass du es nachweisen kannst und so weiter. Weil nochmal, es steckt in allem, was wir tun und worauf wir reagieren, immer Menschen dahinter, Berufe, ja, Stellen und so weiter. Und du kannst damit wirklich großen Schaden hervorrufen. Und zwar einen größeren Schaden, als wie das Produkt anscheinend an der Person, die es verwendet, hervorruft. Denk mal darüber nach. Und warum ich jetzt dieses Video auch nochmal mache, ist, weil es genau davon sehr viele Menschen da draußen gibt, die in aller Öffentlichkeit andere Produkte schlecht machen, um ihre Produkte besser darzustellen, obwohl es oftmals keinen Grund gibt, und sie dadurch einen größeren Schaden hervorrufen, als wie das Produkt hervorruft. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Wie gesagt, die Dosis macht in allem immer das Gift. In allem. Es ist in allem so. Die Dosis ist immer das, welches irgendetwas schlecht macht oder wie auch immer. Und denke daran, hör dich um. Worauf sind die meisten Menschen allergisch? Worauf sind, ja, also brauchen wir es nicht nochmal drauf eingehen, sondern ja, es ist in allem so, wenn man von irgendetwas zu viel konsumiert, kann der Körper dementsprechend darauf reagieren. Jedoch sind oftmals verschiedene Stoffe sogar noch ein Riesenvorteil für ein Produkt in einer ganz kleinen Menge, wovon du profitierst. Und erst wenn die Menge viel mehr wäre, würdest du deinem Körper schaden. Und das ist aber eben oftmals nicht gegeben. Denn das wird ja auch mit Studien, mit Tests und so weiter, sonst dürfte das Produkt ja erst gar nicht vertrieben werden, auf den Markt gebracht werden, wenn man dadurch einen extremen Schaden hervorrufen würde. Und wie gesagt, nochmal, immer die Menge macht das Gift. Ganz wichtig. Schreib mal dein Feedback in die Kommentare. Rock the Make-up und bis zum nächsten Video.